Hallo meine lieben Leute, ja, das Überraschungspaket ist endlich da. Lang genug hat es gedauert, es sollte auch heute viel früher kommen, kam trotzdem später. Egal, es ist da. Ja, was es ist, ich drehe euch einfach mal um. Da ist das gute Stück, worauf wir gewartet haben. Ihr seht, da ist ein Sattel. Ja, ein neues Fahrrad, meine lieben Freunde. Genau das werden wir jetzt gemeinsam auspacken. So, meine lieben Leute, wir haben es geschafft, das Fahrrad ist ausgepackt. Ja, es ist sogar eine Überraschung mit dran, davon habe ich gar nicht mit gerechnet, dass es mit dran ist, denn es wurde auch nicht angezeigt, dass es mit dran ist, egal wo ich geschaut habe bei dem Fahrrad, aber es ist dabei, finde ich total klasse. Was es genau ist, das seht ihr gleich. Ich drehe euch erstmal hin und wie ihr seht, es ist ein Tracking Bike. Wieder der Marke Profete, diesmal aber, und das ist das Tolle, mit Mittelmotor, und das hat, ist ganz schön dunkel hier drin, aber macht nichts, das müssen wir jetzt durch. Dieser Mittelmotor hat 36 Volt, 100 Newtonmeter und ein, ja, ich glaube fast 6000 starken Akku, ist nicht ganz von 5000 irgendwas, nicht ganz 6000 starken Akku, soll bis zu 180 Kilometer schaffen, dieses Fahrrad. Sieht echt, echt edel aus. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Also hier gerade, ach schön, es ist eigentlich nicht auffällig groß, die Schriftzug von Profete, aber es ist eigentlich schön gemacht. Normalerweise finde ich ja den Schriftzug nicht so toll, aber das haben sie echt schön gemacht. Und hier steht auch, was es für eins ist. Da haben sie schon mal drauf geschrieben. Ich gehe mal rum. Das ist das 20 ETT30. Ja, hier ist aber eine kleine Schramme schon dran. An der Sattelstange kann auch ich gerade gewesen sein. Ich denke mal, das war ich auch beim Abmachen dieses Plastikding. Ist aber nicht so schlimm. Und hier steht jetzt 20 ETT30. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Hier brauchen wir Licht. Ich bin gleich wieder für euch da. So, meine lieben Leute, ich habe mal ein Licht. Sprachenlernen, Bubble. Licht mitgebracht. Also seht es oben, aber das ist wahrscheinlich durch mich passiert, die kleine Schramme. Ist aber nicht schlimm. Das ist nur die Sattelstange. Das ist wahrscheinlich gerade beim Auspacken mal hier das Plastik mit dran war. Mit passiert. Ansonsten haben wir hier richtig geil draufstehen. 20 ETT30. Wir sind gerade auf der 30er Seite. Ist da noch eine Schutzfolie drauf? Nein. Und das ist diese Überraschung, die ich nicht wusste, dass sie dabei ist. Nämlich diese wunderschöne Tasche. Die war auf keiner Liste irgendwo geführt, dass sie mit dabei ist. Ich finde es toll. Ich freue mich. Ich wollte mir sowieso eine kaufen. Mindestens eine. Ja, jetzt habe ich sie mit dabei. Jetzt schauen wir uns mal nochmal hier den Motor genau an. Das ist von AEG. Wie gesagt, 100 Newtonmeter. Soll dieses Fahrrad schaffen. Das werden wir auch bei den Touren jetzt bald testen. Und was ich vorhin auch meinte, ist dieses Profete-Logo, was sehr, es ist nicht stark auffallend, aber ich finde es schön. So, dann haben wir hier vorne normale Kunststoffschutzbleche, klingt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine, Kunststoffschutzplastik. Und ja, ich gehe noch mal rum. Ich bin aufgeregt, Leute. Bin total aufgeregt. Was mir hier total jetzt gefällt, ist diese, dass sie jetzt die Santur-Gabeln, also die Firma Santur, auch mit matt gehalten haben. Das war bei meinem alten Fahrrad ja nicht der Fall. Da können wir auch noch ein Vergleichsvideo machen, bevor es weg ist. Was daran anders ist als hier. Ihr seht, es ist auch wunderschön matt, passt eigentlich wunderbar mit zum matten Rahmen. Es ist echt edel, das Fahrrad. Es ist echt edel gemacht. Ich freue mich. Und hier vorne haben wir eine 100 Lux Lampe mit verbaut. 100 Lux, Leute. Da werde ich gesehen. Vorher hätte ich noch 20 Lux oder so ein Käse. Ja, hier gehen wir mal weiter. Ihr seht auch hier, es ist einfach eine 10-Gang-Schaltung. Vorne ist normal ein drauf. Hinten haben wir 10 Gänge. Und es ist eine Diore-Schaltung, wie sie oft verbaut wird. Mit hydraulischen Scheibenbremsen. Die wir wieder mit am Start haben, die normalen Shimanos, die finde ich auch gut. Die fand ich da den anderen Fahrrad schon gut. Ja, ansonsten schauen wir uns mal den Sattel an, der sieht auch richtig geil aus. Ob der drauf bleibt, weiß ich nicht. Ich muss gucken,
wie bequem der ist. Das sieht gut aus. Kann man echt nicht meckern. Mal schauen, wie er sich macht. Er sieht wirklich sportlich aus und gut aus. Ja, hier haben wir mit das Herzstück. Die haben es komplett überarbeitet. Ihr seht es komplett neu. Und ich finde auch wieder schön, dass diese Griffe hier diese schönen Auflegefläche haben. Ja, da kommen wir noch gleich zu. Da kommt, ist noch was dabei. Das hole ich gleich raus. Hier ist das neue TFT-Display. Es ist klein. Es ist aufgeräumt, denke ich mal. Aber es ist schön. Jetzt weiß ich halt nicht. Oh, man kann es sogar hochklappen. Und dann haben wir hier noch einen USB-Anschluss dabei, dass man das Handy aufladen kann. Man kann es aber, glaube ich, nicht abmachen. Man kann es aber hochklappen. Okay. Ja, mal gucken, das werden wir im Alltag noch sehen, was das denn bringt. Vielleicht machen wir das Fahrrad auch gleich an. Hier wird wahrscheinlich das drin sein für das Keylook. Und sonst haben wir hier vorne, was ich ja richtig toll finde, dass die ganzen Kabel im Rahmen verschwunden sind. Auch hier oben, ihr seht es, ist kein Bremszug mehr, kein Bodenzug mehr. Das finde ich richtig geil. Da kann nichts mehr verrottern, verwittern, nichts mehr. Mega, mega geil. Also mir gefällt das Fahrrad richtig geil. Es sind auch Continental-Reifen drauf. Richtig gute Kondis. Die waren vorher auf meinem anderen Fahrrad nicht drauf, sollten drauf sein, aber sie sind nicht drauf gewesen. Die sollten schon was herbringen. Es ist auch ein bisschen breiter, meine ich, als meine anderen Reifen. Ja, mal schauen, meine lieben Leute, mal schauen. Echt ein schönes Bike, ich bin total überrascht. Das andere Fahrrad geht dann noch in die Werkstatt, das habe ich noch nicht geschafft. Deswegen können wir da noch ein Video mit dem Vergleich machen. Da werden die Speichen erneuert und dann wird es auch abgegeben. Also wenn ihr das haben wollt, ne, können wir gleich dazu sagen. Ich finde aber auch die schwarzen Speichen haben sie hier richtig gut gemacht. Die sind auch richtig fest. Die waren immer ein bisschen locker, die sind richtig fest. Also hier ist nichts dran. Bin begeistert. Ja, und endlich mit dem 100 Newtonmeter, habe ich schon gesagt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hier vorne spielt sich ja noch was ab. Das machen wir gleich. Erstmal packen wir den Rest noch aus, den wir damit wirklich zubekommen haben. Aber das Fahrrad sieht schon richtig edel aus. So, ich habe mal alles hergeholt, was dabei war, außer was am Fahrrad noch hängt. Das gucken wir gleich an. Luna ist auch mit am Start, da ist die gute. Ja, das waren diese zwei Pedalen und die waren, das sind die, die auch mit an der Sattelstange dran waren. Ja, es sind Kunststoffpedalen, ich denke mal, die werden wir dann erneuern. Die sind zwar schön breit, das gefällt mir richtig gut. Die haben eine schöne breite Fläche. Mal schauen, und wenn die lange halten, bleiben sie drauf. Ansonsten werden wir wieder auf meine beliebten Metallpedalen umschwenken. Weil die haben wirklich eine schöne breite Fläche. Ja, mal schauen. Und dann haben wir hier noch einen schicken Karton von AEG. Das übliche wahrscheinlich mit drin. Die Bedienungsanleitung ist aber ganz schön dick geworden, mein lieber Schwan. Kenne ich jetzt gar nicht so. Gut, haben wir auch mehrere Sprachen drin. Nicht nur eine Sprache, hier ist Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Ist alles vertreten. Ja. Ansonsten ist drin das Ladegerät mit diesem Stecker hier, den kennen wir sogar schon. Ist aber. Oh, hier ist noch ein Gummipropfen abgegangen. Legen wir mal wieder rein, nicht, dass er wegkommt. Oh, das sieht aber mal ganz anders aus, das Ladegerät, als die, die ich kenne. Das ist wirklich ein Ladegerät aus dem Hause AEG. Nicht wie man sonst kennt, da stand immer drauf, für Profete hergestellt, aber hier steht das auch nicht drauf. Ihr seht es. Wenn man das sieht, ich hoffe, ihr seht es. Ich hoffe es. Ich zoome das nicht so gut ran. Das kannst du mal vorlesen, hier steht drauf: Kunsthans SC Electronics Co. Eld. Und das kommt, also es hat sonst zwar auch aus China, aber es ist kein normales. Ich kann es euch mal vergleichen. Ich habe die ja hier liegen. So, die kennt man normalerweise mit Profete-Fahrrädern. Ja, da steht auch immerhin drauf, hergestellt für Profete GmbH. Sind auch gut. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden, ne? Aber da bin ich echt mal gespannt, wie das hier sich macht. Das fühlt sich auch, finde ich persönlich, jetzt mal ohne Witz, es fühlt sich
wertiger an. Es fühlt sich viel hochwertiger an als dieses hier. Ja, also auch schon vom Vergleich her. Echt mega, echt mega. Das ist auch viel leichter. Und es ist einfach so, ja, es ist ein günstigeres Plastik. Hier ist das so schön matt gehalten. Es ist, ihr hört es auch schon, ne? Es ist, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das macht. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und es ist auch ein normaler Schüko-Stecker. Hier ist, ja. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das macht. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir, die bauen da wieder so eins rein. Nein, diesmal ist hier wirklich alles aus dem Hause AEG. Aber hier ist irgendwie ein Plastikknippel abgegangen. Oder es kann auch sein, dass der noch für was anderes gebraucht wird. Ansonsten, was ich auch genial finde, das habe ich auch noch bei den ersten Fahrten gar nicht mitbekommen. Jetzt habe ich es mitbekommen, ist dieses Werkzeug, finde ich richtig schick, aus dem Hause Profete. Das haben sie wieder schön gemacht. Hier ist der Chip zum End für den Pro-Key, um dieses, ja, ihr wisst schon, um das Fahrrad zu freizugeben. Der Pro-Key-Chip, den können wir ja mal gemeinsam machen. Noch einmal Werkzeug dabei für diverse andere Sachen. Und hier haben wir noch zwei Schlüssel. Auch mit Pro-Key. Ich finde das System Pro-Key richtig, richtig gut. So viel zum Thema erstmal, was wir hier haben. Meine lieben Leute, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, dieses Rücklicht hier hinten. Wo haben wir es? Wo ist es? Warum fällt das jetzt nicht mehr ein? Da, das hat sogar ein Bremslicht mit dran. Und das Licht hier vorne, also allgemein die Lichter, haben einen Lichtsensor dran. Das heißt, das Licht geht an, sobald es merkt, dass es dunkler wird. Und was ich total schön finde an dem Fahrrad, ist auch hier, kann man Getränkehalter anbauen. Das ging bei den anderen ja gar nicht. Finde ich gut. Da kann man noch eine Flasche dran bauen. Es ist echt, ich bin von dem Fahrrad total begeistert. So, was ich aber noch euch erzählen wollte, ist, ich habe diese Tasche endlich abgemacht. Denn das andere, was da noch dabei war, das war hier so eine, ja, eine Bedienungsanleitung. Das ist, denke ich mal, nicht so interessant. Kommen wir mal zu der Tasche. Ich finde allein schon die Verpackung gut gelungen. Und das gratis dazu. Ich habe die auch nicht bestellt. Wie gesagt, es stand auch nicht dabei, dass sie dabei ist. Die ist komplett wasserdicht. So steht es zumindest drauf. Eine Tasche dabei. Ich finde das gut. Hat man schon mindestens eine schöne Tasche. Ich wollte sowieso schon solche Taschen bestellen. Ich mache mal hier ab. Für das Fahrrad. Einfach, weil das doch schöner ist als meine gelbe Tasche, die ich bisher hatte. Die macht man zu. Zack. Da geht einiges rein. Ich denke mal, das reicht auch. Oh, hier ist sogar noch was drin. Ach, und Schloss ist auch noch dabei. Das haben die nicht gesagt. Das war bei den, ich habe Fahrräder gesehen, wo das dabei war. Das waren aber Vorjahresmodelle. Und jetzt haben sie es mir auch mitgeliefert. Vielleicht als Entschädigung, weil das länger gedauert hat. Das kann natürlich sein, dass Profete gesagt hat, komm, wir machen das. Das finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Ich wollte, wie gesagt, eh so eine Tasche kaufen. Jetzt noch ein Schloss dabei. Schlösser kann man nicht genug haben. Ja, es ist jetzt normales Kettenschloss. Kann man mitnehmen, kann man mitmachen. Mit Zahlen, Kombination. Ja, also für geschenkt auch vollkommen okay. Ja, es kommt natürlich noch ein anderes Schloss mit, denn ich denke mal, dieses Schloss wird nicht viel aushalten. Aber für geschenkt ist das vollkommen okay. Ja. So, meine lieben Leute, ich wollte gerade die Pedalen dran machen. Und da ist mir dieser große Lackschaden aufgefallen. Absolut ärgerlich. Hier oben ist auch noch einer, sehe ich gerade einen kleinen. Das ist nicht schön. Da sind die aber auch sehr unpflegig umgegangen. Also ich habe so lange gewartet und dann noch diese Schäden hier dran. Ich werde leider mal genau gucken, weil an der Kurbel ist auch was dran.
Ich werde da nochmal genau schauen, wo da noch was ist. Ich meine, man kann es wieder ausbessern, man kann es wieder schön machen. Sonst ist ja hier nichts. Aber es ist trotzdem, weil die ganze Schutzfolie ist eigentlich quasi runter. Da ist noch so eine Folie drüber, das merke ich gerade. Und dann der ganze Lack. Was haben die mit dem Fahrrad gemacht? Was haben die mit dem Fahrrad gemacht, wenn das so einen Schaden gibt? Ja gut, da werde ich dann auch einfach mal... So, meine lieben Leute, wie ihr gerade gesehen habt, sind einige Schäden am Fahrrad. Ich habe noch mehr gefunden. Also es ist nichts Wildes, es sind einfach Lackschäden, die passieren beim Transport. Nur man hat Abwrack bezahlt, man möchte Abwrack haben. Ich werde das dann einfach beim Händler melden. Und wir werden uns da bestimmt schon irgendwie einig. Also es ist jetzt nichts Wildes, ich schicke es nicht zurück, darum geht es nicht. Das ist immer noch, das möchte ich immer noch gerne haben, das passiert beim Transport. Gerade jetzt, wo so viel Stress ist, aber da möchte ich wenigstens ein bisschen Rabatt haben. Darum geht es einfach nur. Denn wenn wir A-Ware bezahlt, wenn wir A-Ware haben. Und sonst hätte ich auch B-Ware kaufen können. Ja. Ist aber nichts Wildes. Also es ist, sind Lackkratzer, die kommen rein in Lack, in Fahrrad. Es ist keine Delle drin, nichts. Gucken, die Gangschaltung ein, welcher Krieger hat, die hat auch leichte Kratzer mit drin. Also es ist nichts Wildes, aber die muss ich bestimmt neu einstellen, vermute ich mal. Auch da ist nichts, dass es funktioniert. Wenn es alles funktioniert, werde ich erstmal gleich testen. Eigentlich wollte ich das noch nicht gleich. Doch, ich mache das gleich. Und dann schauen wir weiter. Aber wir bauen es mal gemeinsam weiter auf und dann, ja, es ist halt, es passiert. Ne? Ich habe mich schon gewundert, warum die Kollegen so schnell weg wollten. Gut, die wollten Feierabend haben. Weil ich habe es auch gar nicht gemerkt. Ich meine, das Fahrrad ist durch mehrere Geschäfte gegangen, durch mehrere Händler gegangen. Das heißt, Händler mehrere Lieferanten gegangen. Es ist so, es passiert, es ist ärgerlich, aber ich denke mal, da lässt sich eine Einigung und eine Lösung finden. Ja, das werde ich ja nachher per E-Mail schicken und dann dürfte es auch erledigt sein. Da kann ich euch aber noch auf dem Laufenden halten. Ja, aber nur dafür, dass ich so lange gewartet habe, das war halt doch ganz schön ein bisschen ärgerlich. Aber macht nichts, es ist nicht so schlimm. Ich habe, ja, man kriegt das auch hin irgendwie wieder, dass man es nicht mehr sieht zumindest. Und dann vergisst man es auch. Man sieht sich auch mal wieder weg. Und wenn man es nicht mehr sieht, sowieso nicht. Ja, na gut. Wir bauen jetzt gemeinsam das Fahrrad auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Freunde, kommen wir mal zum Display. Das ist natürlich jetzt immer noch eine Taschenlampe hier in der Hand. Ich ziehe jetzt mit euch gemeinsam die Folie ab. Mal schauen, ob man das anbekommen. Ich glaube, es müsste aber alles soweit angeschlossen sein. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich stelle das mal wieder beiseite und dann bauen wir das Fahrrad erstmal so weit fertig, dass es funktioniert. Dann bis gleich. So, meine Lieben, ich habe soweit aufgebaut. Es steht, ihr seht es, echt hammergeil, das Bike. Das ist echt schön. Wir machen mal den Akku an und machen mal hier an auf den On-Knopf und ihr seht es da. Geht das Display schon an und jetzt will er sofort den Schlüssel haben. Wo habe ich die jetzt hin? Wo habe ich die? Da ist die Karte. Jetzt müssen wir natürlich erstmal, denke ich mal, die Karte drauf halten. Ne, er will den Schlüssel haben. Das Fahrrad ist schon wieder aus. Okay, ach, der geht von alleine aus, wenn wir. Ah. Wenn hier keiner. Gut, der zeigt immer wieder an. Ich hoffe, ihr seht es auch. Da legen wir jetzt einen Schlüssel drauf. Er sagt ja Key. Er macht aber nichts. Die Karte. Gut. Werde ich mir das mal belesen. So, meine lieben Leute, ich glaube, ich habe es rausbekommen. So schwer ist es gar nicht. Wir machen erstmal hier wieder an.
Dann machen wir hier wieder an. Und dann sagt er, okay, wir halten jetzt das hier dran. Meinst du leider nicht? Gerade hat es geklappt, jetzt klappt es wieder nicht. Eins. Ihr seht, so auf dem Display zeigt jetzt eins an. Jetzt nehmen wir den einen Schlüssel. Zwei. Den zweiten Schlüssel. Drei. Jetzt hat es auch. Ah, jetzt hat es auch akzeptiert. Wir kommen rein ins Menü. Wunderschön. So sieht das Ganze dann aus. Er hat das Licht auch angemacht. Er merkt jetzt alles klar. Es ist zu dunkel. Er macht es von alleine an, oder? Spielt das gerade mal durch. Hat das nämlich gerade angemacht. Also es ist schon hell. Eieiei, ist das eine helle Quelle. Bisschen schmutzig, aber naja, hier hinten ist auch Licht dran. Oh, das ist sogar ein sehr schönes Licht. Das ist nicht nur so eine kleine Multibubu-Beleuchtung. Wie ich immer sage, das hat wirklich schöne mehrere Lichter dran. Gefällt mir. Machen wir es mal wieder aus. Schiebehilfe ist auch mit dran. Möchte ich jetzt nicht testen, da ich noch in der Wohnung bin. Aber ihr seht es, da kommen wir nochmal dann drauf zurück. Wir haben jetzt einen Trip von 0,2 Kilometern gelegt. Wer ist in der Probe gefahren? Wahrscheinlich dort in der Halle. Wir haben noch 90% Akku, ihr seht es. Den könnte man ja gleich erstmal voll ballern. Ja, dann können wir hier schalten. Geht auf 5 Stufen nur. So, hier, also schade. Ah, hier ist Anfahrhilfe oder was? Okay, das ist mir neu. Ansonsten hat das Touch, nein, hat das natürlich nicht. Schade eigentlich. Wie kann man jetzt hier ins Menü? Ich drücke mal Plus und Minus, war vorher so. Ja, macht da gar nichts. Doch. Information, hier haben wir Settings. Trip. Ah, hier kann man die Karte nochmal neu einrichten. Vibration zurück. Uhrzeit ist sogar drin. Geil. Hier passt aber überhaupt nicht. Das machen wir dann mal später. Wie komme ich jetzt hier zurück? Gar nicht. Okay, das machen wir später. Jetzt bin ich wieder drin. So. Vibration. Warum Vibration? Für was soll das gut sein? Wir machen es mal an. Das muss ja einen Grund haben. So, das ist die Uhr. Oh, es vibriert wirklich hier. Es vibriert. Okay, aber was auch immer das gut sein soll. Ich weiß es noch nicht. Auto off. 15 Minuten, das können wir ruhig schon mal auf 5 stellen. Was ist das? 100%, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört, es vibriert ganz schön. Gut, das weiß ich halt nicht, was das ist. Das lasse ich erstmal, wie es ist. Das muss ich ein bisschen lesen. Dann gehen wir hier mal auf Back. Dann haben wir Information. Speed Limit. 25 km/h kann man auch nicht verstellen. Batterieinfo 28 Grad. Okay, das habe ich vorher auch nicht schon gehabt. Okay, hier ist Software mit drauf. Müssen wir bestimmt mal ab und zu dranhängen. Display Info. Okay, das müssen wir alles nochmal in Ruhe da mal gucken. Da ist doch eine Menge dabei. Ich bin auch gerade dabei, was ist das? Zurück und dann können wir noch auf Exit, okay. Ja, wunderschön. Ich bin auch gerade dabei, die App zu installieren von Profete, die hier mit drauf steht. Ja, den Aufkleber können wir dann eigentlich auch abmachen. Irritiert nur. Yep. Den QR-Code haben wir noch woanders hängen. Und hier vorne die Folie, die werden wir auch abziehen, oder? Die will gar nicht ab. Na gut, bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder live auf dem Schaus. Sprachenlernen Bubble. Live aus dem Schnitt und habe festgestellt, ja, dass einige Aufnahmen gefehlt haben zum Schluss. Deswegen nochmal hier. Ja, ich hoffe, soweit. Also das Fahrrad, ich bin jetzt heute auch mal dazu gefahren. Das Video seht ihr dann auch bald. Morgen mal gucken, wie ich es schaffe. Ja, ansonsten, meine lieben Freunde, es ist ein echt, bis jetzt, ich bin echt happy, mega glücklich, ich kann es nur empfehlen, das Fahrrad.
Ja, dann war es das eigentlich auch von heute. Viel mehr war auch gar nicht zu sagen. Dann sage ich mal, wie immer, Daumen spreizen, nicht mit Likes geizen lassen, Abo da, aktiviert die Glocke, teilt das Video mit euren Freunden, sage Schalten, bis denn und haltet die Ohren steif. Wir sehen uns bei den nächsten Touren. Auf Wiedersehen. Tschüss.